Die meisten Patientinnen wollen nach der abgeschlossenen Krebsbehandlung dieses Thema hinter sich lassen, um dann auch wieder vom Spiegel oder vom Partner nicht permanent an die Situation erinnert zu werden. Und dabei helfen wir ihnen, sowohl optisch als auch für das Körpergefühl, in dieses vorherige Leben zurückzukommen. Herzlich willkommen in der Klinik für plastische Chirurgie. Mein Name ist Björn Beer, ich bin plastischer Chirurg und möchte Ihnen heute unsere neue Klinik vorstellen. Gemeinsam mit drei weiteren Kollegen habe ich diese Klinik für plastische Chirurgie hier an den Kliniken Essen-Mitte gegründet. Wie war die erste Nacht? Sehr gut. Ja, wie sind von Schmerzen heute? Besonders herauszustellen ist die interdisziplinäre Ausrichtung unserer Klinik. Wir arbeiten eng mit den Kliniken zusammen, besonders intensiv mit dem großen Brustzentrum, geleitet von Professor Kümmel, und der Urologie, geleitet durch Frau Professor Kriege. Wir arbeiten sehr viel rekonstruktiv und dort vor allem mit mikrochirurgischen Techniken. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Brustrekonstruktion. Hier führen wir typischerweise aus Eigengewebe, gerne nimmt man da das Gewebe vom Bauch, Brustrekonstruktion durch. Dieses Gewebe verpflanzen wir dann mit Arterie und Vene und bringen das dann an die Stelle, wo die Brust ursprünglich durch den Krebs verloren gegangen ist. Das Fettgewebe aus dem Bauch hat in etwa eine ähnliche Konsistenz wie das Brustdrüsengewebe. Ein weiterer Vorteil im Rahmen der Brustrekonstruktion durch Eigengewebe ist, dass sich die Brust natürlich weich und warm für die Patientin anfühlt. Dabei verwenden wir sehr häufig mikrochirurgische Techniken. Das bedeutet, dass wir ein Mikroskop zu Hilfe nehmen, was uns bei unserer Arbeit unterstützt. Man kann relativ große Gewebemengen verpflanzen, die dann durchblutet sind. Und mit neuesten Techniken ist es sogar möglich, das Ganze noch sensibel zu versorgen. Das heißt, die Patienten entwickeln dann auch irgendwann ein Gefühl in dieser Brust. Das ist eine sehr natürliche, nachhaltige Form der Versorgung und der große Vorteil ist eben, dass es ihr eigenes Gewebe ist. Meine Motivation ist es, gemeinsam mit der Patientin und dem Patienten den besten rekonstruktiven Weg zu entwickeln. Dabei passen wir unsere Therapiestandards immer wieder internationalen Vorgaben an. Eine häufige Begleiterscheinung der Krebstherapie ist das sekundäre Lymphödem. Das entsteht dadurch, dass ganze Lymphknotenpakete entfernt werden müssen. Teilweise kann es auch durch die Bestrahlung einer Körperregion entstehen und dann schwillt eine Extremität, beispielsweise ein Arm oder ein Bein, an. Das Wasser, was da entsteht, die Lymphe, kann nicht mehr richtig abfließen. Der Arm wird dick, schmerzhaft und es kann sogar zu Bewegungseinschränkungen führen. Und hier gibt es seit einigen Jahren Möglichkeiten, wo man mikrochirurgisch das Lymphödem zumindest lindern kann. Ganz heilen können wir es nicht, aber wir können die Symptome lindern und die Symptome insgesamt verbessern. Wir erklären es gerne so, dass wir aus Sackgassen Umleitungen bauen. Wir schaffen damit neue Verbindungen zwischen Lymphe und Vene, sodass das Wasser über eine andere Art und Weise abfließen kann. Uns ist hier wichtig, dass wir immer nach den neuesten und aktuellsten internationalen Standards arbeiten. Gerade im Bereich der Lymphchirurgie gibt es ständig Neuerungen, die wir mit aufnehmen und berücksichtigen müssen. Und dabei bemühen wir uns natürlich auch, unseren Beitrag zu leisten und selber Innovationen voranzubringen. Neben den vielen rekonstruktiven Eingriffen führen wir hier auch ästhetische Eingriffe durch. Dies beinhaltet die ästhetische Brustchirurgie, Körperstraffung, aber auch kosmetische Gesichtsoperationen. Hier ist es uns wichtig, unsere Patientinnen und Patienten sehr individuell zu beraten und auf ihre Wünsche einzugehen. Dabei nehmen wir uns viel Zeit, um gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten einen Plan zu entwickeln, um die Wünsche zu erfüllen. Neben der medizinischen Expertise schaffen wir in unserer Klinik eine Atmosphäre des Vertrauens. Herzlich willkommen!